Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe wie versprochen ein paar neue Killer besorgt. Und zwar habe ich uns besorgt Michael Myers, ich habe uns besorgt Leatherface, ich habe uns besorgt das Gespenst und ich habe uns die Legion besorgt. Das sind, ich glaube, das ist auf The Purge, kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich bin da nicht so mehr ganz auf dem Stand. Und das sind die vier Killer, die ich uns jetzt noch besorgt habe und mit denen ich auf jeden Fall jetzt noch spielen werde. Michael Myers wird den Anfang machen. Musik ändert sich spontan und automatisch, also es kann da richtig losgehen. Ich will mal schauen, was sie ihm für eine Story gegeben haben. Sie nennen ihn ja den Wandler. Manche Menschen sind einfach schlechte Samen. Samen mit einer destillierten und puren Form des Bösen. Michael Myers ist ein solcher Samen. Er hatte keine Probleme damit, anderen Leid zuzufügen. Stattdessen war dies genau das, was er wollte. Aber das Leben kann auch hart für jene sein, deren Verstand voller Schrecken ist. Der Unterschied liegt nur darin, wie man versucht, diese Probleme zu lösen. Michael zum Beispiel musste töten, um inneren Frieden zu finden. Nachdem er seine Schwester getötet hatte, fand die Polizei einen stummen Jungen, der als Clown verkleidet war, am Tatort vor. Wenn man ein wachsendes Feuer sieht, gießt man kein Benzin darüber. Aber genau das taten die Beamten, die keine Ahnung hatten, wie das den Dämon im Körper des Jungen formen würde. Michael in eine psychiatrische Klinik zu stecken, war ein schwacher Versuch, das Kind zu retten. Erfolglose Therapien und nächtliche Schreie machten ihn nur noch introvertierter und geistesgestörter. Die Menschen hofften, dass man Michael Myers bald nur mehr in Nebensätzen erwähnte, vergaß und begrub. Ein Versagen, das bald verfaulen sollte. Aber dann entkam er. Er ist also frei und er ist bei Dead by Daylight. Seine Perks... Du bist von einem Überlebenden besessen. Du verdienst ein Zeichen für jeden erfolgreichen Treffer, der nicht die Besessenheit trifft. Jedes Zeichen gewährt einen stapelbaren um 5% verringerten Cooldown bei erfolgreichen Angriffen. Du kannst bis zu 8 Zeichen verdienen. Es ist ein schwerer Killer, ich sag's direkt dazu. Wenn du aber deine Besessenheit angreifst, verlierst du 4 Zeichen. Wird deine Besessenheit geopfert oder getötet, kannst du keine Zeichen mehr verdienen. Nur eine Besessenheit pro Spiel. Dann haben wir Spiele mit deinem Essen. Du suchst einen Überlebenden heim. Jedes Mal, wenn du deiner Besessenheit nachgehst und sie entkommen lässt, erhältst du einen Bonus bis hin zu maximal 3 Boni. Jeder Bonus verbessert deine Bewegungsgeschwindigkeit um 3%. Jeder Offensivangriff verbraucht einen Bonus. Und wir haben erlischendes Licht. Du suchst einen Überlebenden heim. Die Handlungsgeschwindigkeit deiner selbstlosen Besessenheit ist um 38% erhöht. Sobald die Besessenheit zerstört oder geopfert wird, erhält jeder andere Überlebende eine Strafe von 19% auf Reparatur-, Heilungs- und Sabotagegeschwindigkeit. So, dann hat er als Stärke die Diabolik. Die Dunkelheit in seinem Innern nährt seinen Entschluss, seinen Opfern das Leben zu nehmen. Das Aktivieren der Diabolik ermöglicht dem Wandler, sein Opfer deutlich zu sehen und mehr bösartige Kraft aufzubauen, indem er sie stalkt. Die 3 Kraftstufen von Diabolik haben unterschiedliche Nutzen. 1. Enorm verringerter Terrorradius. 2. Leicht verringerter Terrorradius. 3. Normaler Terrorradius. Das heißt, Terrorradius bedeutet, dass die uns nicht mehr so gut hören können. Das heißt, wir können uns quasi anschleichen. Er hat einen großen Radius. Er hat einen ganz kleinen Terrorradius. Also er ist relativ groß. Er ist nicht besonders schnell. Das ist was, was ich nicht leiden können, wollen, werden, tun, Gedönse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die... ich würde die jetzt hier nehmen. Add-ons haben wir da auf jeden Fall noch keine. So, und anpassen. Können wir das Messer irgendwie aufhübschen? Können gar nichts aufhübschen bei Michael Myers. Wir erstellen eine Lobby und es ist jetzt mittlerweile Abendzeit angekommen. Das heißt, ich habe so die stille Hoffnung, dass wir ein bisschen schneller die Möglichkeit haben, auf Spieler zu treffen, dass ein paar mehr Leute online sind. Deswegen würde ich jetzt einfach mal noch 2-3 Sekündchen hier mit euch warten. In der Hoffnung, dass relativ direkt was passiert. Aber ich fürchte, es passiert nichts. Das ist halt alles ein bisschen doof. Ich drücke immer mal schön auf bereit, ganz brav. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal gerade nochmal in das Blutnetz reinschauen. So, was können wir denn hier? Eine hinterlassene romantische, wenn auch leicht schäbige Nachricht, um die Aufmerksamkeit einer weiblichen Geliebten zu erregen, erhöht leicht die Wirkung von Diabolik 1 Add-on. Hier haben wir noch ein Add-on.
Ein einzelnes, leicht gelocktes, blondes Haar erhöht leicht die Dauer von Diabolik 3. Okay, und was haben wir hier? Blutige Ohrringe. Ein sehr billiges Schmuckstück aus Plastik. Es wurde bemalt, um wertvollerem Material zu ähneln. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Stalken. Das wäre jetzt halt zum Beispiel nicht so. Schlampiger Schlachter. Ja, bei schlampigem Schlachter, das ist ein ganz interessanter Perk. Da ist es dann so, dass die Gegner mehr bluten. So. Aber so wie immer tut sich hier mal wieder gerade nichts. Leider. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Aber das bedeutet, wir machen hier mal wieder ein Päuschen. Und sobald sich was getan hat, schalte ich mich wieder ein. Und ich hatte jetzt echt die Hoffnung, dass da doch noch ein bisschen schneller was passiert. Aber offenbar will keiner mit mir spielen. Das ist wie im echten Leben. Bis gleich. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben vier Leute in der Lobby. Es fehlt nur noch ein Häkchen, aber das Spiel startet auch in ein paar Sekunden. Ich freue mich schon. Wir haben auch ein paar Deutsche dabei. Kibbeling Queen. Da schaut jemand Gronkh, würde ich sagen. Bierschnüffler, Gravide und Pepega. So, und dann schauen wir mal. Geht los. Oh oh. Mir schwant Böses. Kuchen der Flucht. 100% Blutpunkte und Duft. Das geht zu schnell weg. Ich kann es leider nicht lesen. Ich würde gerne ganz mal gerne wissen, wozu diese Opfergaben alle da sind. Aber das machen wir dann, wenn wir im Überlebenden-Modus unterwegs sind. Ja, da spiele ich ja auch immer mit der Claudette Morel. Das wird auch mein Überlebender bleiben, weil sie sich selber heilen kann. Für einen Killer habe ich mich, wie gesagt, noch nicht entschieden. Momentan tendiere ich noch zum Fallensteller, obwohl es ja irgendwie schon traurig ist, dass ich mir den ersten, einfachsten rausgesucht habe. Aber es kommt halt immer drauf an. Manchmal kann man es halt handeln und manchmal kann man es nicht handeln. Es erinnert mich so ein bisschen an Dissidia. Da war es ja dann auch so, dass man da halt einfach einen Kämpfer brauchte, mit dem man umgehen konnte. Ach ja, das waren noch Zeiten. PlayStation Portable. Ich habe, glaube ich, 3 PlayStation Portables gehabt, weil die immer die Software erneuert haben und man dafür immer eine neue PlayStation Portable kaufen musste. Ja, das war schon kacke. Ach, damit habe ich viel gespielt. Sie fehlt mir. Aber ich habe sie immer noch. Irgendwo. In der Hannah Montana Edition. Weil die am billigsten war. So. Okay. Wir sind Michael Myers. So. Wir können quasi hier jetzt stalken. Also schleichen. Und dann seht ihr, da hinten ist nämlich schon jemand am... Es sind sogar schon mehrere dran. Ja. Und das ist das Gute an Michael Myers. Man ist halt unfassbar langsam. Aber... das ist... Ach, wenn ich an den Film Halloween zurückdenke. Ich habe ihn letztens das erste Mal komplett geguckt, weil ich konnte den Film... Ich glaube, ich laufe falsch. Ich finde keinen Haken. Scheiße, na, die wird sich freiwiggeln. Ich dachte, hier unten wären sie direkt. Okay. Ich nehme sie aber direkt. Ist sie jetzt hoch? Ja. Ich bleib jetzt oben. Ach, da war direkt ein Haken, den habe ich übersehen. Ach, die ist näher. Nehmen wir die. So. Ja, ich habe den Film Halloween letztens das erste Mal ganz gesehen. Also ich habe den immer mal wieder angefangen als Kind. Aber ich konnte ihm zum Verrecken nicht zu Ende gucken, weil mir dieses Geatme so auf den Sack ging. Also der Typ... Einfach die ganze Zeit dieses... Ich denke so, boah, Alter, nimm eine Asthma-Pille. Das geht gar nicht. Das hat mich so angehört. Das konnte ich nicht gucken. Ja, und jetzt habe ich ihn dann letztens das erste Mal zu Ende geschaut. Und es ist halt ein Klassiker. Ne? Also das ist halt das, was wir so heute im Prinzip nicht mehr... ich habe den selber nicht gesehen. Heute erfreuen wir uns an sowas nicht mehr. Heute müssen ja Horrorfilme... nicht mehr. Na toll, das war ziemlich doof.
Heute müssen ja Horrorfilme nicht mehr gruselig sein, sondern heute müssen sie möglichst blutig sein. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Da hinten läuft er. Kriege ich den hier irgendwie durch eine Abkürzung vielleicht? Da. Es nervt mich total, dass der so langsam ist. Ernsthaft? Du bist hier in den Schrank gegangen? Ernsthaft? Okay, bist du nicht. Du hast mich verarscht. Leute. Das ist das Geile an Michael Myers, dass die einen nicht kommen hören. Oh, da kann ich mich so frecklachen drüber. Es ist echt witzig. Aber das ist so der Vorteil an Michael Myers halt, ne? Alle drei aufeinander am Sitzen am Hals und nichts gemerkt. Knaller. Ich würde das hier mal kaputt machen. Einfach, um da so ein bisschen besser durchzukommen. Hier, da hinten läuft jemand. Aha! So. Die schleichen sich dann da einen ab und man ist halt hinter denen und ich finde es so unglaublich witzig irgendwie so. Die will wahrscheinlich hier rumlaufen. Sage ich doch. So. Ich meine, die treiben sich jetzt natürlich alle hier in der Nähe rum. So. Da hinten heilen sie sich wieder. Leute, ich bin auf dem Weg zu euch. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht, das Spiel. Scheiße, ist weg. Aber er ist mir, ehrlich gesagt, zu langsam. Aber das war halt... Ernsthaft? Was hat die denn jetzt gemacht? Die hat mich angeschubst. Was hatte die vor? Die hätte ich nicht gesehen, wenn sie mich nicht angeschubst hätte. Hier ist kein Haken in der Nähe. Scheiße. Ah! Es ist halt, wenn die wiggeln, ist es echt total furchtbar. So. Wo hat es jetzt Bumm gemacht? Da unten. Okay, da will ich da hin. Zwei Stück auch noch. So. Ich müsste eigentlich liegen lassen. Aber hier unten gibt es keine Haken. Doch, da hinten ist ein Haken. Mal sehen, ob ich da hinkomme. So. Komm, 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 das schaffen wir. Perfekt. Und der nächste. Ach, da liegt eine Leiche unten. Ah, der ist nicht von uns, den haben wir nicht dahin gebracht. So. Sind auch wieder da unten an dem. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich höre jemanden jammern. Drüber gerutscht, ne? Ah. Ja, ja, ich kenne die ganzen Tricks alle. Ich muss den hier einfach nur... So, der muss jetzt hier runterspringen. Ach, dann kommt er da auch hin. Ja, jetzt habe ich da leider kein Glück. Ich weiß jetzt nicht, wo der rauskommt, wenn er da runterspringt. Wahrscheinlich im Keller. Dann gucken wir mal, ob wir den hier unten irgendwo kriegen. Ist zwar ein anderer, aber wir haben trotzdem.
Ah, nehmen wir mal die hier. Die ist zwar schnell, aber... Der nächste. Ja, da habe ich die Palette weggemacht. Also ich kriege ihn nicht. Fuck. Halt, wenn man halt auch daneben haut, dann verliert man halt auch so ein bisschen. Was ist das denn? Ein Kühlraum? Ja, wo ist er denn? Jetzt habe ich sie wieder alle verloren. Die heilen sich da gerade irgendwo gegenseitig. Ich muss jetzt mal wieder schleichen. Ah, unten im Keller sind sie. Wo war das? Irgendwo haben sie sich gerade geheilt und haben Mist gebaut. Gehört. Hier war doch gerade jemand. Okay, ich gehe nochmal in den Stealth-Modus über. Wir sind zwar pups langsam, aber die müssen hier irgendwo sein. Ich traue dem Brat nicht. Die lassen den Generator nicht. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, das wäre ein Mensch hier. Hier sind so viele angefangene Generatoren. Das kann nicht sein. Und die heilen sich irgendwo. Super viele Generatoren auf jeder Map, oder? Hofwand. Okay, sie haben es geschafft. Ich weiß jetzt nur nicht, wo es hochgeht. Ah, da ist eine Treppe. Ha! Treppe gefunden. So, dann gehen wir mal in Richtung Ausgang. Da ist jemand. Ja, ja, ja. Ich mag Michael Myers. Er ist... Es ist halt echt doof mit diesem... Ach, das ist ja genervt. Da hinten ist einer. So. So. Und wieder zurück zum Ausgang. So, der ist zu und der zweite Ausgang ist ganz da hinten. Kommen wir, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig an, wenn die den aufmachen wollen. Ja, sind beide raus. Okay. Aber zwei Stück umgebracht und Michael Myers macht echt Spaß, muss ich wirklich sagen. Also dieses, dass die einen nicht hören können, saugut, saugut, also wirklich, das ist echt witzig. Mega, das macht Spaß. Also er ist ein cooler Killer, er ist wirklich das Langsame, das stört mich, das muss ich sagen. Aber er macht echt Spaß, der ist cool. Also den empfehle ich weiter. Das hat sich gelohnt. Wir sehen uns in der nächsten Episode mit dem nächsten Killer. Ich freue mich schon drauf. Und bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.